Burger Devil, die Retrospektive. Wir haben ihn uns angeschaut und getestet. Oh ja. Herzlich willkommen zu Bäumlers Welt, heute mit dem Burger Devil. So war er in der Post, in diesem Karton. Nicht bezahlt, selber gekauft, nicht gesponsert. Also drauf steht die Revolution auf Englisch. Alles andere ist Deutsch. Wollen wir uns das mal anschauen. Und was hier drin ist, das ist das Logo. Da sind auch nochmal die Hörnchen drauf. Und los geht's mit unserem Unboxing. Ganz, ganz wichtig, Betriebsanleitung. Wie macht man den perfekten Burger? Und so sieht er aus, der Burger Devil. Erstmal sieht es aus wie ein kleines Waffeleisen. Ungefähr 12 cm groß. Wenn man es aufmacht, sieht man dann die beiden Seiten. Auf der einen Seite die Seite mit den Hörnern, mit den Teufelshörnern. Davon hat er auch seinen Namen. Und was die genau machen, das sehen wir dann später. Die dringen quasi tief in das Fleisch ein. Auf der anderen Seite sieht es so aus wie so eine kleine Plansche mit so einer Rille. Da wird der Burger, das Burger Patty auch zuerst mal angegrillt. Aber auch das sehen wir gleich im Praxiseinsatz. Man muss noch sagen, an der Seite sind diese zwei Löcher. Da kann man beim Drehen dann das Fett ausschütten, falls man es bewahren will für irgendeine Soße oder auch sonst loswerden will. Dann ist das der Ausgang für Fett. So einfach ist es und ich würde mal sagen, wir gehen mal direkt in den Praxistest. Getestet habe ich streng nach Anleitung. Burger Devil auf den Grill, erstmal 10 Minuten vorwärmen lassen, dann mit Öl oder mit Trennspray quasi einsprühen, dass da nichts dran klebt. Und nach 10 Minuten ist er gut heiß und dann kommt auch schon unser Patty rein. Im Patty gemacht wird, das wisst ihr ja, das hier hat 180 Gramm, wird 90 Sekunden auf einer Seite auf der angebraten und dann gedreht. Wie man es auch von einem normalen Grill kennt. Das geht auch relativ gut und sieht dann auch schon sehr, sehr gut aus. Nach wiederum 90 Sekunden auf der anderen Seite wird der Devil geschlossen und die Hörner bohren sich quasi ins Fleisch. Ich empfehle übrigens dazu, immer Handschuhe anzuhaben, nur mit der Grillzange werdet ihr es nicht hinbekommen. So, Zeitsprung nach 3 Minuten, dreht ihr wieder zurück. Und was ihr jetzt gleich sehen werdet, ist, dass beim Drehen, gibt es auch ein Standbild, genau jetzt, dass beim Drehen aus den Löchern zur Seite quasi das überschüssige Fett rausläuft. Ja. Und wir machen das Teilchen mal auf und gucken uns auch an, wie unser gebratenes, fertiges Burger Patty aussieht. Und ich würde sagen, das sieht sehr, 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 sehr gut aus. Sehr gelungen. Hier hält der Burger Devil definitiv, was er verspricht. Fleisch ist natürlich selbstverständlicherweise zusammengeschrumpft, ist extrem saftig, auf beiden Seiten gut angebraten und es riecht auch richtig, richtig gut. Und man muss sagen, hier ist wirklich ein wirklich sehr, sehr gutes Burger Patty gelungen. Aber nichtsdestotrotz hauen wir noch ein bisschen Käse drauf, der ist leider so ein bisschen auseinandergebröselt, deshalb sieht er nicht so schön aus, das soll uns aber nicht stören. Und dann machen wir unseren Devil mal zu. Oi! Habt es gesehen, was passiert ist. Wir schauen uns das nochmal im Replay an. Beim Schließen unseres Devils gab es nämlich einen Flammenschlag. Wie ist das passiert? Beim letzten Öffnen hat sich nämlich von den Hörnern hier das Fett gesammelt, hier hinten. Und beim Zuklappen läuft dieses Fett quasi einfach unkontrolliert ins Feuer. So sieht er dann überbacken aus. Es geht auch relativ schnell. Wunderbar. Wie gesagt, das Resultat ist großartig aus dem Burger Devil. Kann sich wirklich sehen lassen. Und wir legen das mal jetzt auf den Burger drauf. Da war ein bisschen Rucola, ein bisschen Mayonnaise, ein bisschen Barbecue-Soße. Das Typische, damit uns das Patty auch schmeckt. Wir schneiden ihn mal an und gucken ihn an. 100% nach Betriebsanleitung gegrillt. Innen durch, nicht Medium. Es mag auch ein bisschen von der Dicke des Patties abhängen, aber das Resultat extrem saftig und ordentlich. Das kann man schon mal sagen. So, das Fazit vom Burger Devil. Nun ja, wir haben
ein wirklich zufriedenstellendes Resultat erreicht. Das ist wirklich gut. Wir haben den sogenannten Plancha-Effekt im Kleinen, was man auf einem normalen Grillrost nicht hinbekommt. Das finden wir schön. Man kann sicherlich auch andere Gerichte im Burger Devil machen. Haben wir noch nicht probiert, aber werden wir in den folgenden Videos sicherlich mal testen. Was sind die großen Kontraste des Burger Devils? Naja, wer grillt schon einen einzelnen Burger? Du wirst mehr als einen brauchen und bei 4 Stück bist du schon bei 100 Euro. Es gibt zwar noch Skaleneffekte und Mengenrabatte, aber trotzdem, der Spaß ist nicht billig. Durch das ständige Drehen und Aufpassen ist es definitiv komplizierter, als einen normalen Burger zu grillen. Die Qualität eines Burgers hängt sicherlich auch von anderen Faktoren ab. Fleischqualität, Hitze, Würzung etc. Der Burger Devil liefert da nur einen kleinen Beitrag und ist nicht die ultimative Revolution. Ja, ein einzelnes Patty oder auch mehrere Patties grillen sich definitiv schneller. Ist es wirklich ein qualitativer Vorteil, der da auch mitkommt gegenüber zum normalen Grillen auf dem Rost? Schwer zu sagen. Ich glaube allerdings nicht. Nach dem Grillen ist vor dem Grillen. Das Ding ist extrem kompliziert zu reinigen, insbesondere die Teufelshörner. Wenn die ordentlich verschmutzt sind und du rubbelst es quasi nur mit einem Schwamm und heißem Wasser ab, da hast du tatsächlich keinen Spaß. All das hast du auf normalen Grillrost nicht. Da geht der Zeitvorteil natürlich dann auch wiederum flöten. Meiner persönlichen Meinung nach bleibt die Revolution heute erstmal aus. Der Burger Devil ist ein wirklich spaßiges und tolles Gerät, das wirklich gute Ergebnisse liefert beim Grillen eines Burger Patties. Das kriegt man aber genauso gut auch auf dem Grillrost hin. Es macht Spaß, das auszuprobieren und es hat definitiv einen gewissen Effekt. Und insbesondere für Anfänger beim Grillen kann das wirklich super spaßig sein. Aber es ist keine Revolution. Kaufempfehlung für den Novizengriller, den leicht fortgeschrittenen und für natürlich den Griller, der gern neue Sachen ausprobiert. Wunder sind nicht zu erwarten. Spaß macht's trotzdem. Vielen Dank, Burger Devil. Da kommt noch mehr. Hat's euch gefallen? Lasst mir ein Like da, abonniert mich oder schaut meine anderen Videos sicherlich zukünftig auch ab und an mit dem Burger Devil.